Hallo und willkommen zu unserem Kurzguide zur Nebenmission 32 in Dragon Quest 11, ein letzter Wunsch. Diesen findet ihr in der Akademie, in der Medaillenakademie, und zwar im Raum, in dem auch die Priesterin steht zum Speichern im Erdgeschoss, aber nur nachts. Das Blöde ist, in der Herberge könnt ihr zwar schlafen in der Akademie, aber nur bis zum nächsten Morgen. Das heißt, ihr müsst zu einem Lagerfeuer reisen, dort bis zur Nacht schlafen auswählen und dann hierher zurückkommen. Dann findet ihr die Questgeberin. Freigeschaltet ist die Quest, nachdem ihr zur Akademie zurückkehrt, nach den großen Ereignissen um den Weltenbaum Yggdrasil. Die Questgeberin verlangt von euch, in den Südosten von Kriegerfeld zu reisen und dort die versteckte Grabinschrift von Maxi von Blohm zu lesen und zu finden. Wo ihr die genau findet, das zeige ich euch jetzt. So, wir sind jetzt hier im Umland von Kriegerfeld. Ich habe gerade aus Versehen diese Quest schon getriggert hier. Ich zeige euch gleich auf der Karte, wo es genau ist. Aber das ist der Punkt, den wir suchen. Und zwar finden wir das auf der Karte genau hier unten rechts in dem großen Feld in der Mitte. Und dort steht dieser Stein, den wir suchen. Wichtig jetzt noch anzumerken ist, dass wir den Quest abgeben müssen. Und zwar auch in der Nacht wieder. Das heißt, wir müssen auch wieder in der Nacht mit der Questgeberin in der Akademie sprechen. Und dort gehen wir jetzt auch als nächstes wieder hin. Da sind wir auch schon wieder in der Akademie angekommen. Geben die Quest ab und bekommen als Belohnung ein Chronokristall. Und damit wäre Nebenquest 32 in Dragon Quest 11 abgeschlossen.